Buongiorno und damit herzlich willkommen zurück zu richtig einer weiteren Folge Mafia 2. Was ich noch sagen wollte, ich wollte vor Mafia 2 eigentlich noch Assassin's Creed 2 bzw. die komplette Ezio Collection Let's Playen. Aber da hat mir irgendwie die, entweder das Spiel oder die PlayStation oder irgendwas die Aufnahme versaut, weil dauernd Mom, Spielszenen da bin ich wieder. beziehungsweise Vito, Ton gefehlt hat. meine Junge. Mein Junge ist zurück. Ich gedachte, ich dich nie wiedersehe. Francesca und ich haben so lange auf dich gewartet. Vito! Hey, Franny, wie geht's? Gewartet. Komm her. Ich bin so setz dich. Du sicher hast Hunger, Vito. Francesca hat dir etwas ganz Besonderes gekocht. Super di Pollo. Ist er gut für dich? Im Untertitel ist der gut für dich. Alles klar. Sieht gut aus, Franny. Ein Jammer, dein Papa nicht mehr bei uns das zu erleben. Er wäre sehr stolz auf dich, Vito. Ja, ich weiß. Vito, was soll das? Oh, Mama, entschuldige. Tja, schäm dich. Oh, das war ein langes Gebet. Alter Vater. Du musst müde sein, Vito. Ich hab dir ein Bett gemacht. Ah, wer ist das denn? Ist das unser Vater oder sind wir das? Ne, das ist glaube ich der Vater, ne? Obwohl der einen Schnurrbart hatte, als sie hingekommen sind. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch aus jungen Jahren. Zwiebeln oder Knoblauch? Das sind Zwiebeln. Okay. Wie geht es dir, mio bambino? Hast du schlimme Dinge erlebt? Hab solche Angst gehabt. Hab für dich gebetet jeden Tag. Alles okay, Ma. Meistens habe ich einen Jeep gefahren. Kämpfen musste ich nur selten. Alles klar. Und wie ist es euch ergangen? Franny, was machst du so? Ich habe einen netten kleinen Bürojob, der uns einigermaßen über die Runden bringt. Und ich bin dabei, Papas Schulden abzuzahlen. Francesca, wir jetzt nicht darüber reden. Okay. Und? Hast du schon einen Freund? Noch nicht. Wozu die Klar. Eile? Heutzutage die Jungs aus der Nachbarschaft taugen nichts. Eines Tages, sie wird den richtigen finden. Ja, genau. Typisch Eltern. Das war damals schon so, oder? So, was haben wir jetzt? 45 hatten wir, ne? Ich glaube, da stand eben 45. Kann ich die Tür auch wieder zumachen? Jawohl. Ich glaube aber, hier gibt es nichts Besonderes mehr für uns zu tun. Außer sich ins Bett zu legen. Wir machen mal das Licht aus. Und legen uns direkt hin. Aber wir sind ja auch schon ein Bis bisschen morgen müde, ne? früh. Am nächsten Tag. Das geht nicht. Ich muss mir eine Wohnung suchen. Alter, was ist los mit ihm? Es schneit draußen. Diese alten Häuser sind so gut wie nicht isoliert. Und er liegt ohne Decke und nur in Unterwäsche im Bett. Was stimmt nicht mit ihm? Mein Gott. Habe ich noch was anderes? Nein. Cool. Naja, das sollte ja erstmal reichen. Jetzt, wo wir auch nicht mehr zum Bund, also zur Armee müssen. Und wann musst du wieder zurück? Tja, so wie es aussieht, gar nicht. Joe hat das für mich gedeichselt. Joe? Du willst wieder in Schwierigkeiten kommen? Wäre es dir lieber, ich gehe zurück und werde wieder angeschossen? No. Siehst du? No. Joe rettet mir vielleicht das Leben. Vito, versprich mir, du wirst nicht in Schwierigkeiten geraten mit diesem Joe. Du weißt, Papa hat im Hafen gearbeitet für diesen Mann, diesen Papalardo. Er ist in Gewerkschaft. Du kannst reden mit ihm und hart arbeiten wie deine Papa. Rede mit ihm. Bitte versprich mir, gehst du noch heute zu ihm. Okay, Mama, ist gut, ich versprech's. Grazie a Dio. Ah, okay.
Dann gehen wir jetzt erst einmal zu Joe. Oder wir gehen. Ach so, ach, das ist der. Okay, hier ist das Badezimmer, was dann doch eher minimalistisch und zweckmäßig eingerichtet ist. Gut. Ey! Oh, Entschuldigung. Oh, das tut mir leid. Oh, ich schnupfen. Ah, wenn man sowas hier im Sommer sieht. Was ist hier los, verdammt? Vito! Kümmer dich um deinen eigenen Dreck, du Arschloch. Ach ja? Freundin, ich glaube, das ist mein Dreck, oder? Komm her, Kleiner. Dir werde ich's zeigen. Alles klar. Auf Frauen losgehen, das traust du dich, was? Komm, zeig, was du drauf hast. Vito, bitte, du machst alles ja. Schlimmer. Ja, die Kamera ist ein bisschen kacke. So. So. Bam. Mein Gott. Du handelst dir nur Ärger ein, Vito. Komm schon. Ach so, mit Kreis. So. Finisher. Also fast. Ach so, ich muss nochmal. Sag das doch. Sag es doch. Scheiß drauf. Trophäe erhalten. Großer Bruder. Verlasst euch drauf. Was zum Teufel wollte der? Tut mir leid, Vito. Wir wollten dich nicht beunruhigen. Beunruhigen? Womit beunruhigen? Komm, jetzt sag mir, was los ist, Franny. Kurz vor seinem Tod hat Papa sich Geld geliehen. Ein Haufen Geld. Von einem Kredithai. Er hat gedacht, er kriegt einen besseren Job und zahlt es dann zurück. Wir haben es erst erfahren, als du weg warst. Wie viel? $2000. Was? Scheiße. Das Schlimmste ist, der Kerl will alles bis Ende der Woche zurück. Sonst müssen wir noch mehr zahlen. So viel kann ich als Hafenarbeiter nicht verdienen. Wer ist der Kerl? Ich weiß nicht. Mama will es mir nicht sagen. Aber reg dich nicht auf. Wir kriegen das schon hin. Keine Sorge. Ich schaff das aus der Welt. Ich verspreche es dir. Danke, Vito. Pass gut auf dich auf. Jetzt brauche ich auf die Schnelle zwei Riesen. Vielleicht kann Joe mir da helfen. Ja, vielleicht. Wer sich jetzt wundert, $2000 waren damals doch schon eine Menge Kohle. Aber, ey, ich meine, es ist heute auch noch eine Menge Kohle, ne? Also, was? Rufst du die Karte auf? Okay. Es ist ungefähr ein Monatshalt. Monatshalt, ja klar. Ein Monatsgehalt. Aber damals war das halt, da die Inflation noch nicht so fortgeschritten war wie heutzutage, war das damals richtig viel Kohle. Also das, ich weiß die genauen Prozentsätze jetzt nicht. Ich schätze es jetzt einfach nur mal grob, vielleicht auf $10,000-$12,000. Wie gesagt, nur grob geschätzt. Ich habe nicht wirklich eine Ahnung davon, wie viel das, ne? Ihr wisst Bescheid. Kann ich springen? Ach so, das macht er automatisch. Oh, Fußspuren im Schnee. Geiler Scheiß. Jetzt bin ich einfach nur durchgerannt, ohne mich hier umzugucken. Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal gespielt habe. Ich glaube, das war eventuell auch so um die Weihnachtszeit herum, 2010. Ich weiß es nicht mehr. Oder auch 2011 erst. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber dieser Schnee und diese ganze Stadt in Schnee. Geil. Einfach nur geil. So, Tür öffnen. Oh, wow. Oh, wow. So, nach oben. Wir hätten vielleicht mal gucken sollen, wo er wohnt. Was war das für ein... Was hab ich jetzt erst... Ach, das ist die Tür. Alter. So, Exit. Was haben wir da? Billy Brown. Okay. Dann haben wir hier.
Danny Mangini, irgendwie so. Okay, da war Exit. Das ist der Ausgang nach hinten zu den Garagen. Verzeihung, Ma'am, wissen Sie, wo Joe Barbro wohnt? Rechts von der Treppe. Und er soll nie wieder so einen Krach machen wie letzte Nacht. Wenn sie mir nicht gefällt, soll er woanders hinziehen. Okay, Ma'am. So, rechts von der, ich will nur im gucken. Luigi Bellonio. Okay. The Studio. Was? Okay, keine Ahnung. Und hier wohnt der gute Joe. Hey! Störe ich? Nee, überhaupt nicht. Rein in die gute Stube. Ekelhaftes Schwein! Hab die Miezen hier auf dem Rückweg von der Bar aufgerissen. Ich warte schon auf dich. Okay, Mädels, Schluss für heute. Ich hab zu tun. Kommt morgen wieder, dann machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Entschuldigung. Komm schon, Joey. Ich wusste nicht, dass so eine Szene kommt. Der Spaß ist vorbei, Schätzchen. Ein andermal. Vito und ich haben uns ewig nicht gesehen. Wir haben eine Menge zu bereden. Tja, dir scheint es ja ganz gut zu gehen, alter Junge. Kann ich klagen. Mann, diese kleine spanische Hexe ist verdammt scharf. Wie war's zu Hause? Nett. Allerdings war Mama nicht gerade begeistert, als ich deinen Namen erwähnt habe. Du weißt, wie sie ist. Ich soll mir einen ehrlichen Job suchen. Und, tust du's? Keine Ahnung, aber ich werde ganz sicher nicht denselben Fehler machen wie mein alter Herr. Ich zahle seine Schulden, komme auf die Beine und suche mir eine eigene Wohnung. Aber mit Fabrikarbeit mache ich zu wenig Kohle. Hey, du kannst erstmal bei mir bleiben. Und wir finden einen Job für dich, mit dem du ordentlich Geld verdienst, ohne dich krumm zu arbeiten. Klingt vielversprechend. Mit 20 Kröten Stütze in der Woche kann ich leider nicht leben. Ich kenne Leute, die zahlen sehr gut für gewisse Dienstleistungen. Und für meinen besten Freund kann ich da sicher was einfädeln. Anständige Arbeit ist nur was für Idioten. Du sagst es. Als erstes muss ich dich Giuseppe vorstellen. Dort holen wir die Entlassungspapiere ab. Los geht's. Ehrliche Arbeit ist nur was für Idioten. Ja, traurig. Aber hast wahr. Hast du nur 3 Jahren genug Zaster für all das hier gemacht? In den letzten 3 Monaten. Und ich hatte noch nicht mal Zeit, mich richtig einzurichten. So, ein bisschen Strom sparen hier. Scheiße. Man muss nur die richtigen Leute kennen. Aber du hast Glück, Alter. Du kennst mich. Ja gut. Kleine Küche. Ja. Magazin nehmen. Oh, Entschuldigung. Das sind, glaube ich, auch. Ach, das sind, glaube ich, diese Sammelbahnen, diese Sammelobjekte, ne? Ist genug heißes Wasser da. Kann man das auch? Wasser in der Dusche anstellen. Okay. Gut. Wir sparen Strom, aber. Nein. So. Treiben die Wasserkosten in die Höhe. Ha! Ganz scheiß. Ich weiß auch schon, wo wir hin müssen. Das ist dann doch noch hängen geblieben bei mir. Das ist doch noch hängen geblieben. So, was haben wir hier? Was ist das hier eigentlich überall? Aha, ich verstehe. Haben wir hier irgendwas? Hier haben wir nichts. Da ist auch nichts. Und, weißt du schon, was du machen willst? Du hast gesagt, du willst mich diesem Giuseppe vorstellen. Nein, nein, nein. Ich meine mir allgemein. Hast du dir da drüben nicht überlegt, was du machen willst, wenn du wieder hier bist? Sag mal, könnte ich vielleicht... Was? Fahren etwa? Die Straßen sind vereist und du bist noch nie Auto gefahren. Joe, ich bin da drüben fast die ganze Zeit gefahren. Ja, aber das hier ist kein Panzer. Das ist eins der besten Autos auf dem Markt. Ich bin kein Panzer gefahren, sondern einen Jeep. Was ist denn Jeep? Das... Vergiss es. Lässt du mich nun fahren oder was? Okay, okay, hier ist der Schlüssel. Aber fahr bloß vorsichtig. Na klar. Okay, wenn es richtig saukalt ist. Gibst du ein bisschen mehr Gas als normal. Das ist das Pedal da rechts. Ich weiß, Joe, ich weiß. Okay, und jetzt rechts abbiegen. Gut. Eine Weile geradeaus. Hoch. Okay. Hey, langsam, nicht so schnell. Nicht, dass wir von den Bullen angehalten werden. Ja. Kein... Stopp, ich muss stoppen, ich fahre einfach mal. Da waren die Bullen, na klar. So ein Glück habe auch nur hey, ich. Rito,
Weißt du, wie spät es ist? Es ist noch hell. Woher soll ich das wissen? Es ist an der Zeit, dass du dir ein eigenes Auto besorgst. Schön wär's, aber wovon Arsch. Soll ich das bezahlen? Wer sagt, dass du es bezahlen musst? Okay. Ja gut, warum bezahlen, wenn man es auch nicht bezahlen muss? Was? Okay, das sind die Bullen. Du hast recht. Die haben dir da drüben wirklich das Autofahren beigebracht. Gut, die haben jetzt Probleme mit ihm. Scheiße. Nein, ey. So, hier müsste es doch dann irgendwo... Nee, das ist hier hinter, ne? Jo. Schau dir das Schätzchen mal an. Schick. Ein 42er Jefferson. Es wäre eine Schande, bei so einem schönen Wagen die Scheibe einzuschlagen. Du solltest dir bei Giuseppe ein paar Dietriche besorgen. Okay. Ach, so kann man sich ducken. Okay. So schick finde ich den jetzt. Nee. Du musst mir jetzt nicht hinterherlaufen. Ich dachte, du gehst vor. Oh Gott, ey. Willkommen in Giuseppes Laden, ein Paradies für Diebe. Er hat einfach alles. Sogar gefälschte Waffenscheine und Armeeentlassungspapiere für diejenigen, die keinen Bock haben, sich abknallen. Zu lassen, okay. Ich habe einen neuen Kunden für dich. Der ist doch in Ordnung, oder? Absolut einwandfrei. Das ist Vito, mein bester Freund. Und das ist Giuseppe, der beste Safeknacker in ganz Empire immer Bay. Immer Ruhestand, bitte. Freut mich. Sind die Papiere für ihn? Ja, ganz genau. Sind sie schon fertig? Sie, war scheiß Arbeit, aber sind fertig. Danke. Sind die auch wasserdicht? Die Armee wird dich nicht mehr belästigen, glaub mir. Siehst du, was habe ich gesagt? Dein Geld. Nimm deine Papiere wieder. Okay. Nimm die Entlassungspapiere. Achso, da. Wir brauchen noch einen Satz Dietriche. Sehr richtig. Und rate mal, wer die bezahlt. Ah, verdammt. Dietriche, $7? Alter! Ich Krösus? Du kannst sie gleich mal ausprobieren. Hier. Nimm das Schloss hier. Du musst dir den Dietrich nur reinschieben und alle Stifte anheben. Mit dem Spanner hältst du die Stifte einen nach dem anderen fest. Alle Stifte in Position. So, wollten wir wegen Spanner benutzen. Einfach den Spanner. Verdammt! Kinderspiel. Was? Ach so. Okay. Dann mach's mal gut, Giuseppe. Kinderspiel, ha? Huh? Keine Angst, du kriegst den Schlüssel schon aus. Ich mach das immer, wenn ich meine Schlüssel im Auto vergesse. Ja, ist klar. Ist klar. Willst du den Wagen immer noch knacken? Machst du Witze? Unbedingt. Das ist deine Chance. So, gedrückt halten, um Schloss zu knacken. So. Ja, läuft. Habe ich eine Hupe? Auf Autodiebstahl. Hä? Ach, scheiße. Drück drauf. Hey, mach ich doch. Verstanden. Autodiebstahl im Gang. Das war ich da. Ja, es ist noch nicht vorbei. Schüttel sie ab, schnell. Alles klar. Melde Übergriff so. Auf Polizeibeamten. Verstanden. Scheiße, keine Hupe. Oh, das läuft aber nicht ziemlich flüssig. Gut. Scheint, dass wir ihn los sind. Also, wie gefällt dir der Wagen? Gar nicht schlecht. Ich glaube, den behalte ich. Gut. Scheiße. Wir brauchen eine Werkstatt. Die bieten genau das, was wir jetzt suchen. Klingt aber nicht billig. Keine Sorge, das geht auf mich. Fahr einfach zu einer Werkstatt. Ich kenne den Typen, dem sie gehören. Ach so. Schönen guten Tag. Gut, Viereck ist super. Alles klar. Ja. Sehr schön. Womit kann ich dienen? Ich würde bitte gerne einmal mein Kennzeichen wechseln. Was nehmen wir denn mal? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir nehmen einfach so
Nee, machen wir so. Warte mal. Entschuldigung, das dauert jetzt ein bisschen. So. Das ist doch sehr schwerfällig, ey. Gibt's doch gar nicht. Warum dauert das denn? Mann, ey. Sowas regt mich ja auf. Weißt du, da hast du schon... Remaster? Ich glaube ja, ne? Remaster, ein Remake ist komplett neu gemacht. Das ist einfach nur überarbeitet. Ja, ich glaube ja. So. Da war's. Kennzeichen kaufen. Was haben wir noch? Neu lackieren. Such dir eine Farbe aus. Ja. Achso. Einfaches Tuning, Motor tunen. Brauchst du neue Räder? Fängt's gibt's auch. Freie Auswahl, mein Freund. Ja, cool. Und das war jetzt alles kostenlos? Ha! Geil. Geil, geil, geil. So. Gut, dann stelle ich dich jetzt Mike Ruski vor. Er hat vielleicht einen Job für dich. Okay, wo ist er? Ihm gehört ein Schrottplatz drüben in Riverside. Du kannst ihn nicht verfehlen. Gut. Ich würde aber jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und was hat er denn für ein Problem da jetzt, ey? Mein Gott. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.